In diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit wenigen Arbeitsschritten versehentlich gelöschte Daten retten können. Auf meinem Rechner habe ich bereits Archicrypt Rescue Master installiert und registriert. In Schritt 1 machen wir jetzt einmal das, was uns im unpassendsten Moment früher oder später einmal passieren wird. Wir löschen uns wichtige Daten, die sich auf einem USB-Stick befinden. Es könnte sich genauso gut um eine Speicherkarte aus Ihrem MP3-Player oder, was sehr häufig vorkommt, um eine Speicherkarte aus dem Fotoapparat handeln. Natürlich können auch Daten gerettet werden, die sich auf Ihrer lokalen Festplatte befinden. Auf meinem USB-Stick befinden sich 13 Bilddateien. Ich markiere mir diese Bilddateien und halte beim Löschen die Shift-Taste gedrückt. Bestätige den Dialog mit Ja und habe damit die Daten vom USB-Stick ins digitale Nirvana geschickt. In der Realität setzt jetzt der Schock ein. Wir realisieren, dass wir die Daten doch dringend benötigt hätten. Einige wichtige Tipps und Hinweise an dieser Stelle. Unser Rettungsprogramm, in diesem Falle Archicrypt Rescue Master, ist bereits installiert und wir können es starten. Wenn Sie Daten auf einer der im Rechner verbauten Festplatten retten möchten, sollten Sie es tunlichst vermeiden, auf diesem Laufwerk Software zu installieren. Wenn Ihre zu rettenden Daten auf dem Systemlaufwerk liegen, kann dies das endgültige Aus für die Daten bedeuten. Mit Archicrypt Rescue Master können Sie sich eine portable Version des Rettungsprogrammes erzeugen, die Sie dann gefahrlos verwenden können. Viele wertvolle Tipps, die die Rettungschancen deutlich erhöhen, finden Sie in der Hilfe zu Archicrypt Rescue Master. In Schritt 2 jetzt analysieren wir den betroffenen Datenträger. Dazu wechseln wir zur Registerseite Daten retten. Hier werden die im Rechner verbauten und angeschlossenen Laufwerke angezeigt. Ich wähle hier den USB-Stick aus. Es gibt verschiedene Optionen, die man für die Analyse wählen kann. In unserem Fall liefert der Schnellscan nicht nur rasch Ergebnisse, er ist auch erste Wahl. Die Analyse liefert uns eine Übersicht. Wir führen die Analyse an dieser Stelle aus. Das dauert ein wenig, aber nur ein wenig. Und wir stellen zu unserer Freude fest, dass alle Daten anscheinend in sehr gutem Zustand sind und wahrscheinlich gerettet werden können. An dieser Stelle eine wichtige Bemerkung. Eine Garantie für die Rettbarkeit der Daten kann Ihnen niemand geben. Hier spielen zu viele Randbedingungen eine Rolle. War ein Hardware-Defekt im Spiel oder haben Sie die Daten mit einem speziellen Löschwerkzeug, wie zum Beispiel Archicrypt Shredder, überschrieben? Sollte das der Fall sein, haben Sie keine Chance mehr, die Daten zu rekonstruieren. Merken Sie sich unbedingt eines: Je schneller Sie dazu übergehen, den Datenträger zu analysieren und die Daten zu retten, desto höher sind die Erfolgsaussichten. Warten Sie erst ein paar Tage und finden unter Umständen auf diesem Datenträger Schreibvorgänge statt, dann sinken die Chancen immer weiter. Wir können uns hier per Doppelklick einmal eine Vorschau, das funktioniert übrigens auch in der Testversion, der vermeintlich rettbaren Daten anzeigen lassen. Hier sehen wir, dass die Datei in Ordnung ist, die kann also auf jeden Fall gerettet werden. Wir können hier durch die Dateien durchscrollen und navigieren und sehen, da scheint tatsächlich alles rettbar zu sein. Eine glückliche Situation, in der wir uns ausnahmsweise einmal befinden. Die eigentliche Datenrettung erfolgt jetzt in Schritt 3. Hier können wir zum Beispiel die gewünschten Daten markieren und per Klick auf Rette ausgewählte Dateien einen Zielort für die
zu rettenden Daten festlegen. Ich erstelle hier auf dem Desktop einen neuen Ordner und nenne den einfach einmal Rettung. Ich bestätige den Dialog mit OK und die Rettung startet. Die Datenrettung ist abgeschlossen. Es wurden 13 von 13 Dateien gerettet. Wir sehen uns das Ergebnis einmal an und eine Datei scheint tatsächlich nicht gerettet worden zu sein. Woran kann das liegen? Im Hintergrund finden ständig Schreibvorgänge statt. Es ist auch möglich, dass bestimmte Strukturen auf dem Datenträger nicht korrekt geschrieben wurden. Bei Kalender hier fällt uns aber auf, dass eine Dateiendung nicht vorhanden ist. Bei allen Dateien, die wir hier sehen, gab es ausnahmslos die Dateiendung PNG. Was wir also versuchen können, ist, dass wir dieser Datei einmal die Dateiendung PNG geben und siehe da, die Datei ist tatsächlich richtig gerettet worden. Lediglich die Dateiendung konnte nicht mehr rekonstruiert werden. An dieser Stelle kann der Adrenalinpegel also getrost wieder auf ein Normalmaß sinken. Wir löschen die Daten jetzt hier einmal auf der lokalen Festplatte, beenden den Rescue Master und malträtieren unseren USB-Stick einmal ordentlich. Sie sehen ja, die Daten sind vermeintlich gelöscht, also in Wahrheit sind sie ja nicht gelöscht. Jetzt betätigen wir aber nicht die Shift-Taste und entfernen, das ginge hier in dem Fall sowieso nicht mehr, sondern wir simulieren einfach mal das, was auch gelegentlich passiert. Wir starten den Windows Explorer und rufen im Kontextmenü den Befehl Formatieren auf. Wir starten den Formatierungsvorgang, nehmen die Warnung hier zur Kenntnis und führen die Formatierung aus. Die Formatierung ist abgeschlossen. Dieses Vorgehen ist gar nicht so selten dann, wenn jemand eine Festplatte verkaufen möchte oder den Rechner an jemand anderen verkaufen möchte. Man formatiert den Datenträger, spielt das Betriebssystem auf und ist der Hoffnung, dass alle sensiblen Daten, die sich über die Jahre im Gebrauch so angesammelt haben, damit auch ratzeputz vom Rechner weg sind. Weit gefehlt. Ich zeige Ihnen jetzt mal mit Hilfe des Rescue Masters, was sich auf diesem Rechner oder auf diesem Datenträger nach der Formatierung noch so alles erkennen lässt. Wir gehen auf Datenrettung. Nur der Form halber führe ich hier einmal den Schnellscan für unseren USB-Stick aus. Ich gehe auf Start, lasse es durchführen und es konnten keine Daten auf dem Medium gefunden werden. Das wäre ja wirklich eine tolle Sache. Wir führen jetzt allerdings einen Strukturscan aus. Der Strukturscan ist eine ganz gute Variante, wenn es darum geht, formatierte Datenträger wieder zu beleben. Wir gehen hier auf Start, lassen die Analyse ausführen. Das Ganze dauert hier an dieser Stelle deutlich länger und ist auch von den Algorithmen her um einiges komplexer. So, wir sind zurück und wie wir gemeinsam sehen können, hat Rescue Master auf diesem formatierten Medium keine Dateien gefunden. Woran kann so etwas liegen? Es gibt zwei Gründe. Der Datenträger insgesamt ist sehr klein, somit hat wahrscheinlich der Formatiervorgang des Betriebssystems wichtige Strukturinformationen zerstört. Zum anderen hatten wir 13 recht kleine Dateien, die in der Summe nur 400 Kilobyte umfassten. Das heißt, beim Formatieren werden ja einige Daten auf den Datenträger geschrieben und vermutlich haben diese einige wenigen Bytes genügt, um die nochmals Strukturinformationen vom Datenträger zu löschen. Wer jetzt denkt, Archicrypt Rescue Master sei am Ende, hat weit gefehlt. Wir gehen einmal in die Einstellungen und sehen uns hier an, was der Rescue Master noch zu bieten hat. Hier gibt es die Rubrik Plugins, die besonders für Struktur- und Disk-Desaster-Scans sinnvoll sind. Gerade in unserem Fall, wenn also diese normalen Verfahren keinerlei Ergebnis mehr liefern, hat man die Möglichkeit, gezielt nach einigen Dateitypen zu suchen. Im Hintergrund macht
Archicrypt Rescue Master folgendes. An keiner Stelle auf dem Datenträger steht jetzt noch, wo eine Datei beginnt und wo sie endet, geschweige denn, wie sie hieß oder was für eine Art von Datei es ist. In den Rescue Master sind viele Plugins integriert, in denen die Rohdaten analysiert werden können und anhand dieser Rohdaten dann eine Rekonstruktion der eigentlichen Dateien stattfinden kann. Ich habe hier einmal gezielt bei Bildern den Dateityp PNG, Portable Network Graphics Datei, ausgewählt, da sich auf unserem formatierten Datenträger ja Daten diesen Typs befunden haben. Es empfiehlt sich auch immer, hier nicht zu viel auszuwählen. Wenn Sie hier alle möglichen Plugins zuschalten, wird es viele, viele Fehlmeldungen geben. Fehlmeldungen bedeutet jetzt nicht, dass Fehlermeldungen erscheinen, sondern dass gesagt wird, an dieser Stelle liegt eine Textdatei und in Wahrheit ist das nur Text aus irgendeinem Dialog, irgendeiner Anwendung, die sich auf dem Datenträger befunden hat. Also je mehr man und je besser man hier einschränken kann und noch weiß, was auf dem Datenträger war und was man retten möchte, desto besser. Zurück zur Datenrettung. Wir wählen also nochmal unseren USB-Stick aus, bleiben beim Strukturscan und schalten dieses Mal die Plugins zu. Hier werden wir darauf hingewiesen, dass die Analyse länger dauert. Klar, das Programm Rescue Master muss sich jetzt jedes einzelne Byte ansehen und analysieren. Ich gehe auf OK, starte den Vorgang und harre der Dinge, die da kommen werden. So, wir sind jetzt wieder live dabei und können auch sehen, dass Rescue Master Dateien gefunden hat. 12. Vielleicht erinnern Sie sich, ursprünglich waren 13 Dateien auf dem Datenträger, bevor wir ihn formatiert haben. Im Unterschied zu eben sehen Sie hier jetzt einen Ordner verlorene Dateien. Das heißt, über diese Dateien gibt es keine besonderen Informationen mehr. Das heißt, der Dateiname ist weg. Und auch das Verzeichnis, in dem die Datei zuvor abgelegt war, ist nicht mehr auffindbar. Bei Zustand sehen Sie hier sehr schlecht. Das aber nur deshalb, weil ausschließlich aufgrund des Plugins die Datei gefunden wurde. Ob das wirklich sehr schlecht ist oder nicht, wird uns erst die Vorschau oder ein Rettungsvorgang zeigen. Wir doppelklicken einmal auf diese Datei und sehen uns an, was die Datei beinhaltet, unser Abacus. Also die Datei scheint in Ordnung. Scrollen wir einmal durch die Ergebnisse durch, erkennen wir, dass die Dateien alle in einem sehr guten Zustand sind. Wir markieren uns einmal die Dateien und gehen auf Rette ausgewählte Dateien. Als Zielort geben wir wieder den Desktop an, legen uns hier einen Ordner an, wir nennen ihn einmal Rettung 2. Betätigen die OK-Schaltfläche und warten ab, bis Rescue Master die zu rettenden Daten geschrieben hat. Wir sehen uns jetzt einmal den Inhalt des Rettungsordners an und siehe da, die 12 Dateien sind wie versprochen nach wie vor auf dem Datenträger. Schön für uns, da wir die Daten ja retten wollten. Schlecht für denjenigen, der einen Datenträger formatiert oder einen Rechner formatiert, das Betriebssystem neu installiert, diesen Rechner verkauft und sich dann darüber wundert, dass plötzlich sensible Informationen irgendwo über ihn auftauchen.